Die Medical Cannabis Motorcycle Tour. Heute war sie. Und neben mir der Maiko von Raw Queen Seeds. Hallo. Hallo. Und der Hannes. erzählt mal, wie war's? Sehr, sehr gut. Wir haben bekommen, was wir verdienten. Ne? Gutes Wetter, kein Regen und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Schöne Sachen gesehen für den guten Zweck und das war ja, sehr schön, das zu machen. Ja, das Wetter habe ich ja für euch bestellt. Ne? ja, pst. Wieder jetzt hier. Na, ich hatte heute ein bisschen, also ich erkläre euch das später. Hannes, erzähl mal, wie war jetzt so das Endergebnis? Bist du zufrieden mit der Tour? Ja, wunderbar. Perfekt. Ist super abgelaufen. Wir sind voll im Zeitplan gewesen. Also es hat richtig schön funktioniert. Hat keine Vorkommnisse mit Polizei, mit irgendwelchen Unfällen oder sonstiges. Keine Verletzten? Nichts, keine Verletzten. Es ist jede Menge Qualm gewesen. Klar, wir haben Willis gemacht, keine Frage. Wir waren auch im Burgenland unten, in so einem geschützten Gebiet, wo die Ornithologen sich finden, da haben wir ein bisschen Sitting gemacht, nachher dann runter nach Andau, waren wir auf dem Badesee, haben gut gegessen, hat der vom Restaurant für uns aufgekocht, also hervorragend, easy abgelaufen, also für den guten Zweck, was wir gemacht haben, ich bin total begeistert. Also. Kann man der Menge mal Bescheid geben, was da jetzt eigentlich so angelaufen ist? Ihr habt ja gesammelt für die Camp, für die medizinischen Sachen? Ja. Also insgesamt, glaube ich, wird ca. 5 überbleiben nachher für den Dr. Kurt Blas nachher mit Abgaben, also T-Shirts nachher. Also wir werden noch ein paar nachdrücken auch. Also wir werden für die Cultivar nachher dann auch etwas anbieten. Also in etwa, ich schätze mal so hin, aber ein 5 wird es sicher sein. Ja, schaut gut aus. Super, Leute, habt ihr gut mitgewirkt. Ja, also ein Danke an unsere Sponsoren. Yes, Jungs und Firmen. Ja, schaut, dass nicht alle mitgefahren sind. Also wart hier, nächstes Jahr will ich alle sehen, gell, mit Bike. Gut. Okay, dann noch, was gibt es bei euch eigentlich Neues an Medical Seeds oder so? Na, eigentlich haben wir die medizinischen Sorten, haben wir schon seit ein paar Jahren und wir haben einige neue Sorten, aber was wir jetzt speziell Neues haben, ist die CBD-Öl. Okay. Und die CBD-Öl ist sicher sehr gut für die Leute, die das medizinische, genau, für medizinische Zwecke brauchen. Und ja, die Leute sollen mal nachsehen bei Hannes, bei Indra's Planet, was es so gibt. Und dann kann ich richtig sagen, die CBD-Öl von Roll Queens ist top. Okay, das werden wir uns mal anschauen und testen. So, jetzt blenden wir euch noch ein paar Bilder ein, damit ihr noch was seht. Bis dann. Ciao. Yeah. Ciao. Oh.